Proteine, die molekularen Maschinen unserer Zellen. Um ihre lebenswichtigen Funktionen ausführen zu können, müssen Proteine eine komplexe Struktur annehmen. Dabei werden sie von Chaperonen unterstützt. Chaperone sind spezielle Moleküle, die neu entstehenden Proteinen helfen, sich korrekt zu falten. Faltet sich ein Protein fehlerhaft, durch Umwelteinflüsse oder aus physiologischen Gründen, können Chaperone eingreifen und dem fehlerhaften Protein wieder zu seiner korrekten Faltung verhelfen. Kann ein Protein nicht mehr repariert werden, wird es mithilfe des Proteasoms entsorgt. Das Proteasom nimmt das defekte Protein auf und zersetzt es in seine Bausteine, woraus neue Proteine entstehen können. Mit zunehmendem Alter scheint diese Qualitätskontrolle nicht mehr richtig zu funktionieren. Fehlgefaltete Proteine können weder repariert noch entsorgt werden. Es kommt zu Proteinaggregaten. Die Proteine verklumpen und führen im Alter zu einer Reihe von schwerwiegenden Erkrankungen wie Alzheimer oder Parkinson. Mithilfe von Modellorganismen wie dem Fadenwurm untersucht CCAT die molekularen Mechanismen, die zu Proteinaggregaten führen, um neue Ansätze für Therapien gegen Alzheimer und Parkinson zu finden.